Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute kommen wir wieder mal zu einem Mount aus der Protosynthesenschmiede. Und diesmal habe ich hier ein schickes Spinnenmount rausgesucht. Das schimpft sich einmal Tarachnidenkriecher. Und ja, ihr seht schon, hier ist es so ein bisschen silbergräuliche Version diesmal. Schauen wir uns als erstes, würde ich sagen, einmal das Mount Special an. Wie schon bei den anderen Spinnen-Mounts, die man sich hier craften kann, selbes Mount-Special, geht so ein bisschen nach vorne in so eine kleine Angriffshaltung. Und ach ja, diese Spinne gibt es wieder in verschiedenen Farbvarianten, da habe ich euch ja auch schon einige vorgestellt. Ich würde sagen, wir schauen mal rein, was wir genau jetzt dafür machen müssen. Als allererstes müsst ihr dann erstmal die Protosynthesenschmiede freischalten, um dementsprechend die Mounts craften zu können. Wie schalten wir diese Protosynthesenschmiede frei? Einmal kann ich es euch kurz zeigen auf der Karte. Wir sind auf den Koordinaten 70, 28. Da befindet sich diese Protosynthesenschmiede, aber erst, wenn ihr eine Vorquest bewältigt habt. Diese Vorquest kriegt ihr erst dann, wenn ihr quasi einmal euren Fortschritt hier in der Zonenkampagne auf Minimum 3 von 7 habt. Dann habt ihr nämlich hier in der Höhle des Verbannten eine Konsole freigeschalten. Und diese Konsole befindet sich hier gerade hinter mir. Und die schimpft sich einfach Chiffrenkonsole. Bei der Chiffrenkonsole müssen wir dann folgendes skillen, und zwar Verständnis des Sopranesischen. Das ermöglicht euch hier mit so Automas zu interagieren und unter anderem verbessert euer Verständnis der Synthesenschmiede und ermöglicht es euch die Entdeckung und Erschaffung großer Kreaturen. Diese großen Kreaturen sind einmal quasi die Reittiere und diese Geschichte brauchen wir dann einmal. Wenn wir das hier fertig geskillt haben, dann kriegt ihr eine Quest und zwar hier im Lager Huld des Pilgers. Und hier bei der Schatzkiste sieht man auch nochmal die Schritte, die wir absolvieren müssen. Wir müssen einmal die Quest Finde Tali abschließen. Das sind etwa so 10 Quests, die dann hier in dem Elite-Bereich spielen. Sobald wir das gemacht haben, sind wir für den ersten Tag so weit mal fertig. Und sobald dann ein Tag vergangen ist, bekommen wir eine zweite Quest. Und zwar die verlorenen Komponenten. Die bekommen wir auch von Tali, die sind einmal, oder die startet einmal auch wieder in der Huld des Pilgers, schickt uns dann nochmal zur Protosynthesenschmiede und dort können wir dann die Quest abgeben, kriegen schon mal ein paar Mats fürs erste Mount, auch den ersten Plan, den ich euch schon in dem Video gezeigt habe und ab dem Zeitpunkt haben wir dann hinter mir diese Protosynthesenschmiede freigeschalten, das ist das hier. Und dann ja, habt ihr erstmal nur einen Plan und dann sollten wir als nächstes lostickern und die anderen Pläne holen. Und fürs Mount ja, habe ich euch schon mal den Plan rausgesucht, wie wir den bekommen und da schauen wir jetzt mal rein. Dann kommen wir zum Plan Tarachnoidenkriecher und den bekommen wir hier unten bei den Koordinaten 62, 21. Und zwar haben wir da so ein kleines Gebäude, da müssen wir reinlaufen. Und ihr seht, ich bin jetzt schon einmal drin, wir können es mal nochmal aufmachen, dass ihr euch vielleicht einen Ticken orientieren könnt. Also hier haben wir in der Mitte dieses große Ding, da haben wir einmal das Gebäude und der Plan liegt gleich hier rechts dran. Übrigens, kleine Randinformation, bei diesen Plänen ist es so, dass die anscheinend andere Spieler weglooten können. Ich kann euch nicht sagen, wie lange die Respawn-Zeit ist. Wenn der bei euch nicht da ist, dann macht das, was ich gemacht habe, queut euch einfach in irgendeiner Gruppe hier rein, die auch dementsprechend in Serramortis ist, dann werdet ihr gefaced und dann ist vielleicht da der Plan da. Also am besten in irgendeiner Rare-Gruppe oder so reinqueuen. Zum Beispiel hier Mother, da ist meistens eine Gruppe offen. Einfach reinqueuen, ein bisschen hoppen und schauen, dass der Plan da ist. Oder ihr wartet halt, wenn ihr nicht hoppen wollt. Das könnt ihr natürlich auch machen. Also nochmal hier auf der Map hier unten quasi in diesem Pyramidengebäude. Sobald wir uns dann den Bauplan beschafft haben, müssen wir einmal die Mats farmen. Und wir brauchen da folgende Mats für. Wir benötigen einmal 450 Genesis-Partikel, dann benötigen wir einen Offenbarungsschlüssel und wir brauchen dann ein Gitter, und zwar Tachnariden-Gitter schimpft sich das. Und sobald wir die Materialien zusammen haben, können wir das Mount zusammenbauen. Und wo wir die Mats herbekommen, das will ich euch jetzt mal zeigen. Dann kommen wir zum ersten Item, und zwar den Genesis-Partikeln. Diese Partikel könnt ihr in der kompletten Zone von nahezu allen Mobs looten. Sprich, wenn ihr nebenbei euch die anderen Materialien farmt, beziehungsweise ihr hier am Questen seid, kriegt ihr die sowieso nebenbei. Ihr könnt es aber auch speziell forcieren und an einem Spot farmen. Ich habe hier meine 18.000 schon zusammengefarmt. So ein bisschen mehr als 18k braucht man nämlich, um alle Mounts und Pads einmal craften zu können. Wo befinden wir uns genau? Wir sind hier auf den Koordinaten 42, 73. Und hier in diesem Bereich gibt es Verschlingermobs. Diese Verschlingermobs
haben den Vorteil, dass sie auch so Portalen spawnen und die spawnen irre schnell nach. Heißt, man kann die hier mit einer Gruppe eigentlich durchgehend umboxen und halt da am effizientesten tatsächlich dieses Zeug farmen. Wenn ihr das in der Gruppe machen wollt, dann gebt hier am besten Mode ein oder Genesis Mode. Das ist der englische Name von diesen Genesis-Partikeln. Und da gibt es eigentlich genug Gruppen, einfach reinqueuen. Ihr könnt es in einer 5-Mann-Gruppe machen, Raid macht keinen Sinn. Oder ihr könnt auch in einer 2x4-Gruppe machen, das bedeutet, es sind 2 4-Mann-Gruppen und die können dann quasi auch die Mobs alle looten, wenn sie denn alle antecken. Ich kann euch noch 1-2 Tipps geben erstmal. Ich habe es bis jetzt meistens an dem Portal gefarmt, dann kann man eigentlich die 2 immer zusammen weghauen und hier so ein bisschen außen noch mit ranziehen. Oder hier hinten an dem Portal, da sind meistens 3 Mobs. 1, 2, 3 sind die da meistens. Und dann kann man auch noch ein paar von außen mit heranziehen. Ihr könnt es auch so ein bisschen AFK farmen, indem ihr euch einen Buff holt. Und zwar Toxitale schimpft sich das. Ich kann das euch einmal zeigen. Ich pull jetzt mal 1, 2 Mobs hier einfach ran. Und zwar gibt es einen Buff, Toxitalisch heißt der. Den kann man sich einmal über die Buff-Konsole holen oder auch sockeln. Und der verursacht einfach Folgendes. Fügt bis zu 5 Gegnern innerhalb von 40 Metern alle 5 Sekunden 6% ihrer maximalen Gesundheit als Schaden zu. Elite-Gegner leiden 2% ihrer maximalen Gesundheit. Also bei so Rares, die ein paar Millionen Life haben, haut das irre Schaden raus. Und ihr seht, ich mache hier gar nichts und ich fahre einfach 2 bis 3k DPS. Ja, das ist einfach nur toxitalisch, passiver Damage. Die Gegner kriegen also die ganze Zeit Schaden. Und wenn ihr in Gruppen seid, ich sag mal so, die meisten Gruppen haben es jetzt nicht so gern, wenn ihr komplett AFK't, weil sie dann die Arbeit macht. Wenn ihr aber toxitalisch drauf habt, dann macht ihr ein bisschen Damage. Und wenn ihr alle 2 Minuten lootet, dann reicht es. Ich habe meistens nebenbei so ein bisschen Filme angeguckt, wenn ich das hier gefarmt habe, weil man schon doch eine Weile dran ist. Und solange man toxitalisch drauf hat, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit durchprügeln. Ihr habt ein Fenster von 2 Minuten, wo ihr immer einmal looten solltet, denn nach 2 Minuten verschwindet normaler Loot. Wenn blaue Sachen oder epische drin sind, dann halt, glaube ich, bis zu einer halben Stunde. Das ist aber jetzt hier für den Farm irrelevant. Ihr solltet alle 2 Minuten looten. Wo kriegt ihr diesen Sockel her, beziehungsweise wie funktioniert das? Ihr könnt einmal bei eurer Skill-Konsole in der Höhle des Verbannten in der 2. Reihe ein paar Sachen skillen. Und zwar braucht ihr hier das 1. bei Akularisch und dann am besten hier noch die anderen Sachen mit skillen. Hier das 3. ist, dass man den Sockel einmal reinsockeln kann und die anderen Sachen erhöhen die Zeiten von den normalen Buffs. Ja, wie funktioniert das? Wenn ihr das 1. geskillt habt, dann könnt ihr mit dieser Verstärkungskonsole interagieren und wenn ihr damit interagieren könnt, könnt ihr dementsprechend euch Buffs aussuchen. Ja. Hier zum Beispiel, da haben wir schon Toxitonisch, das könnt ihr euch holen oder auch andere Buffs. Diese Buffs halten normalerweise halt, wenn man sie sich draufhaut, eine Stunde. Man kann sich aber diese Sockel-Items auch reinsockeln, wenn man das 3. in der Konsole unten geskillt hat und dann sind die quasi permanent. Also das Toxitonisch kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich einmal dauerhaft mitzunehmen. Macht auf jeden Fall passiv Damage, ohne dass ihr großartig was machen müsst. Ihr müsst nur mit den Gegnern im Kampf sein. Oder ihr haut da ganz normal drauf. Das ist quasi euch überlassen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die anderen Sachen noch ein. Achso, eine Anmerkung noch. Ich werde euch jetzt gleich noch zeigen, wo man auch die Gitter zum Beispiel herkriegt. Ihr könnt euch alle Gitter unter anderem auch im Auktionshaus kaufen. Manche sind sogar auch relativ günstig. Also ihr müsst die nicht unbedingt farmen. Das könnt ihr euch so ein bisschen überlegen, wenn ihr ein bisschen Gold über habt, dann würde ich empfehlen, die einfach im Auktionshaus zu kaufen und dann spart ihr euch das ein oder andere an Farmzeit. Dann kommen wir jetzt noch zum Tachnaridengitter und das können wir von den ganzen Spinnenmobs kriegen, unter anderem von diesem Tachnarid hier unten. Die sind hier auf den Koordinaten 56, 30. In dem größeren Bereich sind hier diese Spinnen. Und natürlich kann die Mutterspinne das auch droppen, die hier einmal in der Höhle bei den Koordinaten 54, 43 ist. Ne, 34, so rum. Den Offenbarungsschlüssel könnt ihr dann von einem Rare euch holen. Und zwar heißt der Rare Beschützer der Ersten. Und den haben wir hier oben bei den Koordinaten 39, 26. Um da heranzukommen, also an dem Rare, müsst ihr erstmal hier eine Wand öffnen und zwar ist die einmal hier vorne dran und dann habt ihr hier 2 so Konsolen und über den Konsolen sind Symbolchen und jetzt hier in dem Bereich um den Rare hier rum sind die Zeichen auf dem Boden, die könnt ihr anklicken und dann müsst ihr mit dem jeweiligen Zeichen an die Konsole laufen. Das müssen aber Minimum 2 Spieler machen, heißt einer muss halt dann das Symbol holen, was quasi über der Konsole ist und einer
über der anderen Konsole, die müssen sich gleichzeitig mit den richtigen Symbolen hinstellen, dann geht die Tür auf und dann könnt ihr den Rare umklopfen. Alternativ könnt ihr es auch so machen, wie es ich gemacht habe. Ich bin quasi reingelaufen, jetzt wenn der Rare nicht da ist, dann ist auch die Tür nicht da. Ein bisschen Server hoppen oder nach dem Beschützer der Ersten suchen. Und sobald ihr die Gruppe gefunden habt, seid ihr schon drin und müsst die Türe nicht mehr aufmachen. Wenn ihr dann den Mob an den Rand zur Türe hinzieht, geht die Türe automatisch auf und ihr könnt euch das sparen und theoretisch den Boss auch alleine machen. Aber wie gesagt, besser ist es wahrscheinlich, wenn ihr das mit ein, zwei Leuten macht, dann kriegt ihr den Rare auch schneller runtergehauen und dann macht ihr halt einfach dieses kleine Symbolchenspiel hier. Der Schlüssel an sich hat eine Dropchance von um die 10% und ja, das geht eigentlich. Ihr braucht zwei, wenn ihr beide Mounts craften wollt. Sobald ihr euch dann den Plan gefarmt habt, beziehungsweise auch alle Mats besorgt habt, könnt ihr dann einfach hinter mir bei dem Kollegen hier das Mount erstellen. Da gibt es natürlich nicht nur ein Mount, sondern es sind insgesamt 24 Stück. Dazu habe ich auch schon ein komplettes Video gemacht, wo es dementsprechend jeden einzelnen Plan gibt, in einem quasi gesammelten Video. Dann habe ich ein Video erstellt, wo man alle diese Sondermaterialien für die Mounts herbekommt. Ich habe auch ein Video erstellt für alle Gitter und dann gibt es noch diese Schimmer-Items, die man nicht für die Mounts braucht, aber für die Pets, und dort habe ich auch nochmal ein gesondertes Video erstellt für alle Schimmer-Items. Sprich, wenn ihr euch gesamt diese Mats farmen wollt, sind diese Videos ideal, um euch zu zeigen, wo ihr jedes einzelne herbekommt. Zusätzlich werde ich jetzt für die anderen Mounts natürlich auch nochmal kleine extra Videos aufnehmen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns vielleicht in einem der nächsten Videos wieder. Euer Tala, bis zum nächsten Mal. Ciao.